Guten Morgen, es ist 7 Uhr. Wir sind an Gleis 15 und an Gleis 16. Heute ist Montag, 6. Oktober. Okay, hier ist der bereitgestellte Zug, der dann 7.19 Uhr nach Aalen fährt. Wie man sieht, keiner steigt ein, keiner steigt aus. Ich gehe wieder rüber.
Im Hintergrund Einfahrt ICE aus Wiesbaden, Ankunft 7.08 Uhr. Einsteigen beginnt. Wie man sieht, Ein- und Aussteigen beendet.
das, bis die Züge leer sind und wieder voll sind. Nein, jetzt in der jetzigen Zeit dauert es lang. Das ist trotz Warten und trotz Berufsverkehr? Ja, gerade im Berufsverkehr dauert es anderthalb bis zwei Minuten, bis der Zug komplett leer ist und wieder voll ist. Okay. Und das ist das Erstaunliche, wo die Gegner behaupten, dauert mindestens fünf Minuten, die Stuttgart 21 gegen. Und heute Nachmittag ist ja die Veranstaltung in der Feldhalle. Wir zeigen aktuell die Filme nach dem Dorf, um den Wind aus dem Segel zu nehmen, zu sagen, also Leute, vorstellen, das gibt es da nicht. Also, ja, manche haben keine Ahnung, das ist und deswegen haben wir schon eine Regelung, aber die müssen schon kommen. Ja, das ist ganz klar. Er muss zu haben, er muss zu haben. Ich habe mich letztes Mal erkältet, war kurz auf der Kälte. Das war scheiße. Das sieht lieber die Mütze auch nicht. Sozusagen ersatzgeschwächt. Ich dampfe immer noch ab. Ich dampfe immer noch ab vom Wochenende. Hey, das ist so anstrengend für mich, ehrlich. Ich komme auch nicht. Also ich bin mit Herzen selber dabei, aber ich kann. Nee, meine Eltern sind gestern aus dem Urlaub gekommen, die helfen dann auch Menschen. Kraft einteilen. Das ist fast der Aufbau. Fehlt noch eine Decke, Tapete, da ist alles runter. Habt ihr noch alte Initialen gefunden von alten? Geil, so geil. Und der Einwand haben sie in einem kleinen Kolonnen irgendwas in D-Mark ausgerechnet. Wir haben im Mörike-Gymnasium, wo wir renoviert haben, haben wir noch in Zitterlin-Schrift auf einem alten Ziegelstein Schriftstücke gefunden, sozusagen. Das ist 1927. Ja, und sagen wir den Kopf, also Deckel schreiben jetzt, bevor wir tapezieren. Liebe Kinder, mehr schafft weniger Schwätzen, bis eure Eltern. Regionalexpress 19101 aus Marbach. An 7.18 Uhr. Das passt, oder? Ja, das sieht man alles. Ich bin jetzt mal so glücklich. Genau. Mit dem Einbaustand in der Küche ist halt auch. Ich habe auch so Schränke aus den 50er Jahren, so einmal Geschichten unter der Fensterbank, Holzschrank und dann nur noch ganz dünne Außenwand und dann zwei große Löcher zum Belüften in der Küche. Da habe ich rausgehauen und dann zugemauert, weil ich ja klar immer so gut war. Das ist geil. Ja, das wird schon mal gar nicht richtig. Wir können nächste Woche erst mal. Oder am Wochenende erstmal über ein Zement abführen, weil die ganzen Gas einzuholen haben wir für nach außen und war weg. Zug war leer. Nicht mal 30 Sekunden. Zug leer. Ja? Ja. Jetzt kannst du wieder wegfahren. Fertig. Zug kann wegfahren. Und der Witz war ja, wir hätten ja eigentlich aufhören müssen, weil wir hatten keinen großen Hammer von uns aus dabei. Und eine halbe Stunde vorher hat Julia den Rostbackhammer in den Keller geholt. So. Ja, aber das Ganze ist schon viel toll gemacht. In einem Tag.
Übrigens dann abends unter der Dusche. Da kann man dann mal den schwarzen Staub aus dem. Ah, du. Das war ja lustig. Ey, ich hab bei uns oben, wir haben ja quasi Wohnungsgeschoss und Dachgeschoss und da dazwischen nochmal Balken und Dielen drauf gehabt. Und dann haben wir aufgemacht, Schlacke, schwarze Schlacke drin. Und dann haben wir, weil wir dort Kabel drin verlegt haben, also leer oben, haben wir die Schlacke von einem Feld ins andere geschaufelt und dann abends. Ja, wir sahen aus wie die ohne Kohle. Ohne Maske, ne? Ja, natürlich ohne Maske, hallo. Wir sahen aus wie die Kohlemänner. Nee, scheiße. Das war schon richtig. Also die Regale, ich weiß nicht, die sind sofort leer. Ja, aber das war, also gestern war es dann abends richtig hart, weil bei uns in der alten... Wenn hier Aufnahme steht, nimmt er auf, gell? Ja. Ja. In der Wohnung ist gerade das Abflussrohr in der Küche verstopft. Das heißt, Julia hat gestern Morgen noch das ganze Geschirr in der Badewanne eingeweiht und ist um 8 nach Hause gekommen. Und dann erstmal noch von Hand gemacht im Badezimmer. Ich bedauere euch gar nicht, das muss jeder mitnehmen. Das ist das erste Haus, das ich so unter die Meine Eltern haben es zweimal gemacht. Alex macht das auch Spaß. Du musst ein bisschen wissen, was wir das sind. Ja, das ist schon immer erstmal ein bisschen gut. Also, bis später. Da müssen wir ein bisschen mitlaufen. Da jetzt hier nicht viel passiert, gucke ich mal zu Gleis 13. Hier die nächste Kamera, die das Gleis 13 aufnimmt. Und wie man sieht, es passiert gar nichts. Ein- und Aussteigen, gell? Anderthalb Minuten, oder? Jetzt sag mal, Tageszeitung nochmal. Montag, 6. Oktober. Formel 1 unter Schock. Selbstverständlich mit Kaffee. Na logisch. Da dampft auch, die Aufnahme ist nicht gefaked. Macht dir Spaß, oder? Sieht ein bisschen groß von solchen Aktionen. Weißt du, ich gehe schon mal vor. Ja, genau. Dann nochmal angucken irgendwann. Wer macht diesen Mega-Video oder den Zusammenschnitt? Nee, das sind einzelne Dateien von den einzelnen Bahnsteigen, dann kann man die aufrufen. Ach so. Weil wenn du die ganze Stunde durchfilmst, kann er genau sagen, okay, er hat ja die Zettel. Welchen wollt ihr sehen? 7.08, Gleis 16, Datei Gleis 15.16. Und dann klickt er dran und zoomt vor und dann kann er sagen, einen Ausstieg. Das ist dann gleich ein Spiegel an dem nächsten Tag. Nachher, um 10. So schnell schon. Ja. Thank you.
So. Und wir warten auf den Regionalexpress aus Heilbronn. Ankunft 7.30 Uhr. Hubert. Deine Sonne habe ich irgendjemand gegeben, ich weiß noch nicht wem. Das ist ein Alex seine. Die hat die. Das macht ja richtig Spaß hier. Oh, Entschuldigung. Guck mal, in 20 Minuten fährt er ab. 20 Minuten ist das Gleis umgelegt hier. Wahnsinn. Das ist echt verrückt. Und ich habe jetzt heute erst eine Zug hier gesehen. Guck mal, meine Zugs. Das ist klasse. Die Nummer 28.
Gleis 15, bitte stellen Sie sich ein, Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt durchführen. Steigen noch ein paar Vereinzelte aus, gell? In anderthalb Minuten. Fertig. Meine Mutter fährt jetzt im Zug los heute. Hier. Die kommt nach dem Auto vorbei. Geht schon gemütlich zu hier auf dem Hauptbahnhof, oder? Wenn du das siehst, oder? Da steht immer noch. Schwenk doch mal nach links, da sieht man wie viele gleiche Zeichen. Wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich müsste da gar nicht mehr so leise sein.
Wenn du das überlegst, in der absoluten Spitzenstunde, oder? Absolut. Jetzt aus mit 7 Minuten Verspätung. Ich gehe jetzt wieder rüber, 15 kommt 47 der andere an.
hallo. Okay.
Das ist mit Stativ. Mit Stativ brauchst du definitiv nicht. Ohne Stativ kannst du so schnell. Und mit der Ruhe. Deswegen sind sie auch 10 Gerichte dabei. Genau. Bei mich haben sie noch nicht gesehen, sozusagen. Ich muss jetzt 54 Kommando. Ich muss den auf Gleis 16 noch mitnehmen. Ach, boah. Kommt noch mal die Zeit ein. Schluss. Dann zieht der Rücken nachher wieder an, weil hier kann das Bein gerade zu müssen. Ich muss noch mitziehen. Ich habe gesehen, dass nachher mit dem Tonpunkt dementsprechend weiterkommen kann. Durch einen Tonpunkt machen. Dann halt, ich weiß nicht, wie es organisiert ist. Ja. Ich muss halt 8 Uhr 8 muss ich den noch mitnehmen, den letzten.
maximal 2,5 Minuten. Der war jetzt richtig gut voll. Abend sagt das Megamann, wir sind gut zu dran. Okay, next time we'll be back.